begleitet uns heute ins Typhoon Lagoon. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tag 1, also dem offiziellen Tag hier in Walt Disney World. Wir gehen jetzt zu Typhoon Lagoon, haben gut geschlafen, bis auf die Klimaanlage. Die hat ein paar komische Geräusche gemacht nachts, aber darum wird sich jetzt gekümmert. Disney ist da super schnell und war ein wirklich sehr, sehr netter Castmember, der heute Morgen zu uns reingeflogen kam. Ja, wir holen uns jetzt noch Kaffee bei den Refill Max. Wir haben uns ja gestern den Becher für $20 gekauft und da kann man im Prinzip den ganzen Aufenthalt in allen Disney Hotels Getränke auffüllen. Das machen wir jetzt noch und dann müssen wir mit dem Bus zu Disney Springs da den Bus wechseln und dann Richtung Typhoon Lagoon fahren. Ich freue mich sehr, wir waren ja im Januar nicht in den Wasserparks, aber die Temperaturen haben es ja auch nicht erlaubt. Heute ist es warm, es ist schwül gerade, die Sonne lässt sich noch ein bisschen Zeit, aber ich bin sehr gespannt, ich freue mich ein bisschen. Good morning! Hi! You too! Oh, die Amis, ich liebe sie. Die sind super. Ja, also ich freue mich auf einen sehr entspannten Tag im Wasserpark. Auch noch den Wasserpark das erste Mal zu erleben. Und natürlich nehme ich euch heute mit der Kamera, auch, aber ich habe auch die GoPro dabei. Das heißt, wird auch einige Wassereinlagen geben. Wir sind jetzt hier mit dem Bus von unserem Hotel direkt an Typhoon Lagoon gekommen und warten. Es hat noch nicht offen, es dauert knapp noch eine halbe Stunde. Der Eintrittspreis normalerweise wäre $69 für einen Tag pro Person. Wir wissen zwar nicht genau, ob es bei uns jetzt im Paket inklusive ist. Das werden wir jetzt gleich erfragen. Ansonsten müssen wir uns halt ein Tagesticket kaufen. Ja, das werden wir gleich sehen. Da wäre mal Universal günstiger. Wir haben jetzt nachgefragt und tatsächlich ist ein Eintritt in unserer Buchung enthalten. Wir können einfach so mit unserem Magic Band reingehen. Freut mich sehr, weil 69 €, ja, ist ein happiger Preis, aber wir hätten es ja trotzdem bezahlt. Aber so ist es noch besser und dann können wir was zu essen kaufen oder vielleicht das ein oder andere Merch. Wir werden jetzt erstmal unsere Handtücher abholen. Für Resort Guests sind die Handtücher auch inklusive. Die kann man sich dann hier in dem Shop abholen. Dann werden wir uns Sachen noch einschließen, Wertsachen, und dann suchen wir uns mal ein Plätzchen. So, hier seht ihr mal einen Überblick über Typhoon Lagoon, den Wasserpark. Und zwar gibt es in der Mitte dieses große Wellenbad. Da kommen, glaube ich, alle 5 bis 10 Minuten eine Riesenwelle. Und hier seht ihr den Lazy River, der geht einmal drumherum. Damit werden wir auf jeden Fall auch fahren. Er ist riesig. Da freue ich mich drauf. Ja, und dann verschiedenen Attraktionen. Ich bin sehr gespannt. Da gerade sind die Wartezeiten noch unter 15 Minuten. Es hat ja noch nicht geöffnet. Und ja, hier seht ihr die ganzen Attraktionen. Auch die Höhenbeschränkungen, wie man es auch immer nennen kann. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich weiß noch nicht, ob wir die GoPro überall mit draufnehmen können. Und hier gibt es nochmal die Öffnungszeiten von den Restaurants. Der Park hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ja, wir haben uns jetzt eingecremt bei den Temperaturen hier, ganz, ganz wichtig. Und die Sonne kommt jetzt auch schon raus und ich merke schon, die ballert. Wir haben uns jetzt noch so einen Refill-Mug gekauft für 13 € ungefähr. Kann man sich den ganzen Tag hier auffüllen mit Getränken. Ist natürlich auch wichtig bei der Hitze und ist dann extra ein Blizzard Beach und Typhoon Lagoon Becher. Richtig gut. Falls der Ton jetzt ein bisschen geändert hat, ich filme jetzt mit der GoPro und wir haben hier so Wasserhöhlen für die Handys auch dabei, also habe ich mir bei Amazon bestellt. Richtig gut, funktionieren perfekt und so können wir auch ein bisschen was für Insta machen. Unsere erste Attraktion ist Adventure Falls. Wir haben keine Ahnung, sind dran vorbeigelaufen, 5 Minuten Wartezeit, machen wir. Aber wir haben schon Ringe gesehen. Ich bin gespannt. Kannst du mal einsteigen hier? Moment. Das schaut ein bisschen crazy an. Guck mal, so der Hammer gleich. Oh, never seen it.
jetzt schon einmal gefahren mit Crush and Gasha, glaube ich, heißt das. Ihr habt ja gesehen. Und wir sind, es gibt eigentlich drei verschiedene Lines. Der eine ist geschlossen, wir sind im Coconut gefahren. Da kann man zu zweit oder auch alleine fahren, wir sind jetzt zu dritt. Jetzt haben wir noch Banana, das geht nur zu zweit. Ich bin sehr gespannt und bin gerade außer Puste, wir müssen den Ring ja hier immer selbst hochtragen. Aber es macht riesig Spaß, also Adventure Course hat mir gefallen und auch jetzt eben Coconut, das hat richtig Spaß gemacht. Wir sind jetzt hier gerade vor Humanga Covambunga, ja so heißt es. Das sind drei steile Rutschen. Und wir sind uns unsicher. Früher als Kind bin ich sowas super gerne gefahren. Auch hatte keine Angst. Mittlerweile so im Alter. Mit meinem Rücken und so. Rina, auch die Falten, wir sind immer die. Auch die Falten. Die werden wahrscheinlich nach hinten gezogen. Wir kriegen dann noch so ein Lifting. Ja, dafür haben wir den Rücken voller Falten dann. Und die Brüste und so schlagen uns dann ins Gesicht. Ja, nee. Wir gehen mal, weiter. Wir gucken mal.
wir haben jetzt beide Schwimmring-Dinger einmal gelb und einmal blau gemacht. Und ich fand tatsächlich die gelbe, die Mayday Falls, ein bisschen besser. Aber man kann alles mitnehmen. Die Wartezeiten sind so 5 bis 10 Minuten. Vollkommen okay. Jetzt noch so ein Kinderbereich, da werde ich jetzt aber nicht filmen, denn da sind einige Kinder. Das möchte ich einfach nicht. Und wir gehen jetzt zurück zu unseren Plätzen, werden jetzt noch mal kurz Päuschen machen, was trinken, was essen. Dann werden wir auf jeden Fall noch in die Wellen, in das Wellenbad gehen und dann Lazy River machen. Da seht ihr es. Freue ich mich auch sehr drauf. Mal gespannt, wie lange es dauert. Und ja, wir haben jetzt sind knapp 3,5 Stunden hier und haben eigentlich die großen Sachen alle einmal gefahren. Außer Lazy. 2,5 Stunden? 2,5? Ja, stimmt. Gleich 3. Ja, also knapp 3 Stunden. Wie gesagt, Lazy River noch nicht, aber das ist ja relativ entspannt. Wir witscheln jetzt gerade hier an der Liege und ja, also mir gefällt der Park sehr, sehr gut. Die Attraktionen machen Spaß. Die Wassertemperatur ist ideal und das Wetter ist halt auch richtig gut, weil die Sonne nicht so ballert. Es gibt sehr viele Wolken und es ist trotzdem warm mit 32 Grad, aber trotzdem sehr angenehm. Ja, wir werden jetzt gleich mal ins Wellenbad uns stürzen. Dann werde ich euch später noch ein bisschen was vom Merch zeigen, was es hier so über den Shops gibt. Und ja, haben wir natürlich noch, glaube knapp 4 Stunden Zeit, also massig Zeit. Und danach wollen wir tatsächlich noch Minigolf spielen gehen. Das seht ihr aber wahrscheinlich dann in einem anderen Video, also in dem nächsten Video. Wir waren jetzt gerade im Wellenbad und ihr habt es gesehen, also man muss wirklich alles festhalten, sonst schwimmt alles weg. Es ist schon extrem, ich glaube 6 Meter hast du gesagt, oder? 6-7 Meter sind ja auf jeden Fall hoch, ganz hinten. Man muss aufpassen, wenn man sich das traut, kann man das machen. Ansonsten kann man auch hier, also für Kinder vor allem, hier am Anfang bleiben. Aber es macht wirklich viel Spaß. Aber am Anfang bist du mehr umgehauen. Ja, du bist halt umgehauen. Du wirst automatisch unter Wasser gehen, das ist safe. Wir fahren jetzt noch eine Runde Adventure Trail. Das ist die erste, die wir gemacht haben. Die hat uns ganz gut gefallen zu dritt. Und dann werden wir nochmal Lazy River fahren. Aber da werde ich die Kamera dann hier lassen und wir werden uns ein bisschen entspannen. Wir sind jetzt hier bei Lazy River und machen einen auf ganz entspannt. Mal gucken, wie lange es dauert. Wir haben jetzt 14 Uhr. Bin mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. Let's call some friends over for a game of poker or so. I don't know about that. Or should I turn on the TV or the radio? Well, I don't know about that. There's a whole list full of all the things we can do, but I wanna do none. Wish that you did too. So you can just keep trying and I'll just keep saying I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna ja, wie eben erwähnt, wir sind jetzt nochmal Lazy River gefahren und Adventure Trail, das macht uns tatsächlich sehr, sehr viel Spaß.
Langsam wird mal so ein bisschen kühl, obwohl jetzt gleich die Sonne wieder rauskommt. Wir werden jetzt uns ein bisschen abduschen gehen, Haare waschen werde ich tatsächlich erst später im Hotel. Und dann fahren wir nach Disney Springs und dann gehen wir noch Minigolf spielen. Aber das seht ihr dann in einem anderen Video. Ich gehe jetzt gleich aber noch in den Shop. Da zeige ich euch ein bisschen, was es hier an Merch gibt. Und ja, es ist wirklich ein toller Tag. Wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Die Temperaturen sind angenehm. Ich mag diesen Park sehr. Es gefällt mir. Die Attraktionen sind toll. Für jeden ist was dabei. Super hier. So, jetzt geht's ans Merch. Natürlich gibt es hier ganz viele Badesachen, falls ihr was vergessen habt oder was kaputt geht für Kinder. Hangry, das bräuchte ich eigentlich, den Body. Spider-Man. Auf die Preise gehe ich jetzt nicht ein, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber dass ihr einen Eindruck bekommt, was es hier so gibt. Was ist das denn? Oh, Unterhöschen für Mädchen. Hier gibt es so ein Kappen-Sonnenbrillen-Set, eigentlich auch ganz cool. Hier gibt es so riesen Badetaschen aus Plastik. Habe ich das auch schon gesehen, dass einer das hatte. Ah, die Stitch-Kollektion gibt es hier auch. Hier gibt es so ein Umhängetuch für den Strand oder so kann man das benutzen, aber glaube ich jetzt nicht krass gebrandet irgendwie. Gibt es hier noch so Hängerchen. Das ist halt nur ein weißes Ding. Hier noch ein bisschen ausgeschnitten. Dann ist eine Mickey-Badehose für Herren. Hier gibt es auch so einen Badeanzug für Frauen mit so einem Röckchen. Das wäre ja wieder was für mich. Dann noch so ein Badeanzug. Ist eigentlich ganz hübsch. Er sieht ein bisschen klein aus für Frauen. Es gibt auch ein Bikini, sieht man jetzt nicht wegen dem Gegenlicht. Handtücher gibt es auch, obwohl man die ja hier geliehen bekommt. Mini, Space Mountain, Mickey, Stitch und da unten steht Typhoon Lagoon drauf. Und hier das vom 50. Geburtstag. Hier gibt es noch so, ja, so habe ich auch von Castaway Key diesen Jersey. So sonnenschutzmäßig von Blizzard Beach. Blizzard Beach hat ja gerade zu. Ein Refurbishment. Nochmal Blizzard Beach Shirts. Und hier ist noch ein Typhoon Lagoon Shirt mit Stitch. Ja, hier gibt es eine Sonnenbrillenabteilung, nicht von Disney, obwohl das hier ist Disney Ray-Ban Disney Sonnenbrillen. Habe die, glaube ich, im Januar schon anprobiert, aber die haben mich nicht so überzeugt. Ich habe die anprobiert. Vielleicht probiere ich die nochmal an gleich. Ich guck mal. Ja, hier gibt es noch andere Sonnenbrillen. Ja, hier gibt es so Wasserspielzeug, Tinkerbell-Feen, Findet Nemo-Eimer, Mickey-Schaufeln, Stitch-Loungefly gibt es hier auch. 50. Geburtstag-Merch. Ganz viele Handtücher. Badeschuhe, Flipflops. Crocs mit Mickey. Sind schon cool. Ja, Kappen. Also alles, was man so für Sommer, Sonne, Strand braucht. Gibt sogar eine Burg bauen im Disney-Schloss für 10 Euro, 10 Dollar. Muss mich nur umgewöhnen, dass hier alles Dollar ist. Ja, ist jetzt hier ein paar Snacks. Also haut mich jetzt nicht um, das Merch. Da gibt es noch Spirit-Jerseys. Gibt es Pins. Schauen wir mal, ob es Typhoon Lagoon-Pins gibt. Na, 50. Geburtstag, Happy Birthday. Jetzt die Preise mal so im Überblick.
Hier gibt es Notizbücher. Ah, hier gibt es Blizzard Beach und Typhoon Lagoon Pins. Hier Typhoon Lagoon mit Stitch und Blizzard Beach mit Mickey. Ja, die sind ganz süß. Hier unten ist Stitch Pins. Und hier gibt es wieder normale Pins. So, das Krokodil und ich verabschieden uns jetzt von diesem Typhoon Lagoon Vlog. Wie gesagt, der Tag ist für uns noch nicht zu Ende. Wir gehen jetzt noch in Disney Springs und Minigolf spielen. Das wird aber ein separates Video für die Leute, die halt solche Typhoon Lagoon nicht interessiert. Aber Minigolf oder halt andersherum. Aber ich kann es wirklich empfehlen. Ich würde jetzt nicht die $69 bezahlen für einen Tag. Aber wenn ihr es in eurem Paket drin habt, wenn ihr zum Beispiel über Walt Disney World Irland gebucht habt, dann auf jeden Fall nicht entgehen lassen und einmal hierher kommen, wenn das Wetter gut ist. Uns hat es super viel Spaß gemacht und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!